Hey ho Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. So, das hier ist Schwelgen in alten Zeiten und Erinnerungen Nummer 1. Ich renne jetzt so ein wenig vor unserem Haus entlang. Ja, das waren schon tolle Zeiten. Das Let's Play jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber so das alles, was drumherum entstand oder auch geschah, wenn ich mir mal so die ganzen alten Skype-Verläufe angucke. Ist schon toll. Könntest du mal angucken. Ah ja, dieser Baum, hier bin ich gerne rumgesprungen. Und hier habe ich auch entdeckt, dass German Let's Play sein Obsidian aus seinem Texture Pack aus dem John Smith, glaube ich, aus dem John Smith, das Mikro ist viel zu nah an meinem Mund, aus dem John Smith Texture Pack hat. Ja, die Sandgrube, da erinnert mich noch dran, die Treppe hier. Ich weiß noch, wie ich hier ganz viel Samen gefarmt habe, habe ich immer alles mit der Ho leer gemacht. Na, schau. Ach ja, 1.7 gab es schon Scheren, genau. Ich wünsche, die 1.3 hätte funktioniert. Das ist meine Lieblingsversion. Also die Beta 1.3. Versteht sich. So. Ach ja, unser großer Mammutbaum. Natürlich. Ach schön. Da fehlt ein Stück Baum. Da ist Erde. Da habe ich ja nicht drauf geachtet. Verdammt. Und ich kann doch kein Let's Play abschließen, wenn noch gar nichts fertig ist. Oh, eine Feder. Zwei sogar. So. Wir suchen mal unser altes Zuhause. Da ist ein Erdblock. Ach so, wegen der Höhle. Das heißt, hier ungefähr müsste ja eigentlich... Und die Suche beginnt von neuem. Wann war das nur eigentlich? Ich versuche mich gerade mal so einzuordnen. Meine, das hier war ja mein allererstes Let's Play. Hier drunter? Oder ist dieser Erdblock da nur aus Jux und Dollerei? Nein! Ha! Super! Aber hier war eigentlich der Eingang. Haben wir anscheinend komplett zugeschüttet. Hier sieht man nichts mehr. Keine fucking da und kein Tageslicht! Scheiße. Hey, warum denn der neue Bogensound? Ich hab doch extra den Soundmod reingetan. Naja. Wenigstens der Schmerzensound. Noch der alte. So, hier ging es nirgendwo weiter. Und jetzt kommen wir ja in die Höhle, genau. Ach, das sind Zeiten. Was haben wir hier denn? Ach, gar nichts. Ich glaube, hier hätten wir uns kurz reingebuddelt oder sowas. Ich höre Schritte. Wer verfolgt mich? Ach, Hühnchen. Na, mein Hühnchen. So. Ja, so viel dazu. Hier der schöne Wald und alles. Ich weiß noch, wo ich ja dauernd gestorben bin. In Part 15. Part 15 ist ja auch tatsächlich mein meistgeschautes Video. Finde ich unglaublich. Kaum baut man ein Haus, schon hat man sein, findet man sein alles nicht mehr wieder oder sowas. Und das ist tatsächlich am meisten geklickt, weil ganz viele Vollpfosten gesucht haben nach Minecraft. Wie baue ich ein Haus? Das sehe ich ja alles in den Statistiken. Ach, das ist so lustig. Ja, aber da haben hier oben solche Sniper-Skelette auf den Bäumen gesitzt und nur darauf gewartet, dass ich hier vorne spawne und die mich abschlachten können. Brutalste massakrieren. So, hier haben wir jetzt schön den Weg markiert. Übrigens sieht das alles sehr komisch aus, hinten mit dem Lila und in der Ferne ist zwischen allen Blöcken so ein Strich. Ich habe kein Texture Pack drin, von daher habe ich keine Ahnung, woran das liegt. Ist echt merkwürdig. Auch bei den Fackeln und so. Keine Ahnung, was ist das? Gerade da drüben ist auch bei den Bergen, die sehen so strukturiert aus, so eingeteilt. Das ist scheiße. Häufig mal den Fackeln. Ach, hier bin ich ja mal von dem Creeper weggerannt, weil man den echt nicht gesehen hat zwischen den ganzen Blättern und dem Gras und allem. Ah, das ganze, der ganze Zuckerrohr. Wegen des, Grass Mods. Ich habe leider den Namen vergessen. Da hat man nämlich überall Ranken generiert. So ähnlich wie die es jetzt auch gibt. Und sobald man die Mod raustut, hat man, damit das Spiel nicht crasht, das einfach durch Zuckerrohr ersetzt. Und das hängt jetzt hier überall rum. Auch in meiner Let's Show Welt, weil ich dir jetzt auch schon
fast, nee, nicht fast so lange wie seit. Oh, stimmt, ich habe ja hier Sneak auf Shift normalerweise, also wie es auch default ist. Ich habe es ja seit einem Jahr oder sowas schon immer auf Control für mich, weil ich es einfach aus anderen Spielen gewohnt bin. Kommen wir mal hier aus dieser kleinen Grube wieder raus und gehen mal ein bisschen höher. Hier haben wir dann ja auch gesucht nach Inspiration für ein neues Haus. Und haben dann sogar letztendlich genauso eine Location gefunden, wie ich sie haben wollte. Allerdings ist aus dem Haus nie wirklich was geworden. Ich guck mal, ob ich überhaupt noch raufkomme. Ja, hier habe ich wirklich schön für einen Weg gesorgt und ihn mir wieder verbaut. Oh. Hey. Graben wir uns hier mal so ein bisschen hoch. Aber hier kann man auch rüber. Aber hier geht es dann auch gar nicht mehr weiter. So, müssen nicht alles zerstören. Ich hatte zwar ein paar Backups und ja auch eine Version hochgeladen gehabt nach dem Let's Play, also oder nach den Zerstörungsparts mit Hacky. Ach, das ist echt schön. So nach. Ah! So viel zu Shift und Control. Egal, schon sind wir hier. Ja, unser Haus. Hier erinnere ich mich noch an die Aufnahme mit meinem ersten eigenen Mixpack. Das sah so scheiße aus. Wo ich hier dann alles auf Light hatte mit Singleplayer-Commands. Das sah nochmal viel beschissener aus. Oh, wir haben einen Bogen, wir haben Pfeile. Ja, ein bisschen Niveau mit. Nichts davon brauchen wir. Also von daher ist das eigentlich scheißegal. Ich habe keine Ahnung, was wir hier machen. Oh, wir haben doch ganz viel Stone. Nee, also hier könnte man echt weiterbauen. Was hatte ich hier eigentlich vor? Ich glaube, ich hatte gar keinen Plan. Oder? Jetzt würde ich gerne die Gedanken lesen können von mir während der Aufnahme, aber ich glaube, ich hatte gar keinen Plan. Natürlich das Ding hier erstmal dicht machen und dann drin einfach irgendwie einrichten, wie es halbwegs akzeptabel ist. Aber wirklich, jetzt so ein Schema oder irgendwie ein Thema? Das reimt sich. Hatte ich mir eigentlich nie genommen. Wäre vielleicht besser gewesen. Aber das war sowieso ein Problem, das gesamte Let's Play über, weil, nun ja, es lief jetzt, ich glaube, 70 Folgen. Und, ja, was haben wir geschafft? Ein total halbfertiges und völlig unbrauchbares Bergdomizil. Ein toller Fackelweg. Dann da hinten eine vergrabene Erdhöhle der ersten Stunde. Und dann noch das kleine Häuschen da, was mich damals echt viel mehr Bauzeit gekostet hat, als es hätte kosten müssen. Klar, jetzt zur heutigen Zeit, auch gerade in den neueren Versionen, zieht man so ein Haus in 3 Minuten hoch. Inklusive Farmen natürlich. Das ist natürlich mit eingerechnet. Also man farmt 2,5 Minuten Holz und eine halbe Minute zieht man alles hoch. Höchstens mit dem Glas wird es dann etwas problematisch. Und dem Inhalt der Kiste, aber das zählt ja nicht dazu. Ja, Nether-Portal haben wir. Und im Nether haben wir ja kaum was geschafft. Unsere kleine Farm, die finde ich allerdings echt schick. Und nach heutigem Denken, wenn man sich jetzt mal meine Let's Show-Welt anguckt. Haha, ich weiß nicht, ob ihr sie jemals zu Gesicht bekommen werdet. Aber nein, irgendwann wird es soweit sein, egal in welcher Form. Ob als Adventure-Map, als Kurzfilm, als Inspiration für mein erstes eigenes Spiel, was wahrscheinlich niemals passieren wird und nur ein total sinnloser Wunschtraum ist. Oder eben als Let's Show. Ja, aber so hier mit Wasser und sowas. Ich mache sehr gerne was mit Kanälen und Booten in meiner Let's Show-Welt. Da ist es auch so, man kann jeden, verdammt doch mal jeden einzelnen Ort auf der ganzen Karte zu Fuß über schöne Wege durch Wälder und über Berge und alle beleuchtet erreichen mit Minecart, mit teils aufregenden Strecken oder per Boot und Kanälen. Ich habe sogar unterirdische Kanäle gebaut und kleine Möchtegern-Wasserfahrstühle, damit ich nicht da irgendwie langkratze, weil das meistens ja nicht so auf Dings hier und so. Naja, ich glaube, ihr wisst schon, was ich meine. Gehen wir mal in Nether rein. So ein bisschen erforschen hier, was wir einst bauten. Entering the Nether. So, das ist die Höhenseite, wo wir hier ganz viel Nether, oder in Anführungszeichen, also relativ viel Netherrack gefarmt haben. Hier drüben auch. Hier steht sogar noch eine Workbench. Haben wir nie gebraucht. Da ist noch ein Pilz, haben wir den mitgenommen. Hallo! Ich habe jetzt kein Interesse, dich zu schlagen. Ich hoffe, du verstehst das. Hier sind überall Fackeln. Warum? Habe ich hier Netherrack abgebaut? Das sieht fast so aus. Und wo kommt die hohe Stimme gerade her? Naja.
Auf Höhentour wollen wir gerade nicht gehen, vor allen Dingen nicht im Nether. Das ist dann echt ein bisschen sehr langweilig. Da hätte man echt was daraus machen sollen. Anstatt, okay, Nether-Festungen sind okay. Aber anstatt Blazes einzuführen und all den Scheiß, hätte man lieber den Nether an und für sich etwas vielfältiger gestalten sollen. Aber so ein Video, wo ich mich 5 Stunden lang über alle, fast alle Updates auskotze, das kommt eh noch irgendwann. So, hier unser toller Weg runter, in Anführungszeichen. Ja, ich erinnere mich auch gerade, wie ich die mit Hecki angezündet habe. Oh ja, diese Insel da mit Soul Sand, da bin ich, glaube ich, noch nie drauf gegangen, kann das sein? Nee, Kies ist das. Ist das Kies oder das? Ich glaube, Kies und Soul Sand. Ich versuche mal raufzuspringen. Ist nur ein bisschen problematisch wegen meiner HP. Das überlebe ich niemals. Also, das überlebe ich auf gar keinen Fall. Das heißt jetzt nicht irgendwie no risk, no fun. Ich weiß ganz genau, dass ich nicht überlebe. Und da ich ja... Wow, knapp. Hier habe ich zum ersten Mal Soul Sand entdeckt, wenn ich mich recht entsinne. Was? Ach, ich glaube, das Vieh hier ist durchs Feuer gelaufen. Aber die kriegen noch gar keinen Schaden im Feuer, oder? Geh mal ins Feuer. Los, geh Feuer. Feu, feu. Geh hin, feu, feu. Los, feu. Feu, feu, feu. Okay, dann halt nicht. So, hier wurden wir von dem wütenden Guest verfolgt. Warum gibt's einen? Auf was habe ich das Spiel stehen? Auf normal. Wo sind die Guests hin? Unsere lieben Gäste. Oh, da oben habe ich Glowstone abgebaut. Was ist mit diesem Lila? Ah, la 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 la, hallo! Was ist mit dem Lila so am Rand? Lava, oh scheiße. Ist echt so ein bisschen merkwürdig. Wow, geht hier gar nicht steil runter oder sowas. Ich glaube. Wow, da, 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 da. Okay, ganz vorsichtig. So, und hier stehe ich auch ganz schlecht, was den Guest anbelangt. Hier, warum leckt das gerade? Oh, scheiße. Unterschlupf. Ah! Okay, das, ja, bin ich völlig mit zufrieden. Ja, jetzt spawnen... Am Bett, genau, wir spawnen am Bett. Hallo, liebes Bett. Hallo. So, unser schöner Dachboden, wo sich immer die Spinnen rumgetrieben haben, bis wir ihn ausleuchteten. Dann die Leiter. Kann man die in der 1.7 eigentlich noch so besteigen? Nein. In der 1.7 schon nicht mehr? Das war mir so gar nicht bewusst. Unsere Hundis... Oh, einer ist raus... Nee, der war ja draußen, der sitzt ja. Das heißt, der kann nicht rausgelaufen sein. Oh, komm mal rein. Irgendein von dem hatte ich einen Namen gegeben. Ich denke, der, der am nächsten an der Tür hier sitzt. Ich hatte bestimmt auch mal einen irgendwie Pfiffi genannt oder so ein Scheiß. Hier habe ich noch ganz viel Kohle drin. Redstone. Ich glaube, habe ich nicht ganz viel für Repeater draufgehen lassen? Hier ist Cobblestone, Essen. Ach nee, hier ist so generell random Stuff. Ist eigentlich gar nicht so schlechte Ausrüstung. Aber auch eher so nach 10 Parts und nicht nach 70. Okay, okay, okay. Parts, die ersten 12 darf man nicht mitzählen, das war eine ganz andere Welt. Also, da darf, das darf man jetzt nicht monieren so, aber dann sind es immer noch 60 Parts. So. Mir fällt jetzt aber nichts an, was ich nochmal machen könnte. Ich könnte jetzt noch ein bisschen rausgehen. Na, nein, 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 nein. Wenn ich schon bei Nacht rausgehe. Oh ja, ich erinnere mich gerade an den Assassin's Creeper. Ich stelle mich hier hin. Mach die Tür auf. Bin dann im Inventar, glaube ich. Und dann kommt hier von der Seite auch mein Creeper an. Oh, das war so ein geiler Moment. Unsere Selbstmordvorrichtung. Powered by Doraton, aka Alive, aka Leon. Ich habe ja nie Ahnung, worunter ihr ihn kennt. Obwohl unter Alive könnt ihr ihn gar nicht kennen. Der, die sich da, da sich diesen Namen erst ausgedacht hat, nachdem ich irgendwas mit ihm gemacht habe. So, wir nehmen jetzt den Bogen mit. Haben wir irgendwelche Pfeile in this Kist? Nee, aber wir haben... Hey, wir haben Feuerzeug. Ich nehme mal ein bisschen was zu essen mit. Ich habe echt überhaupt keine Ahnung, was ich hier gerade mache, falls mich irgendwer fragt. Ich hatte überhaupt nicht vor, daraus irgendwie ein Resümee zu machen oder ein Let's Play oder irgendwas in die Richtung. So, wofür jetzt der Bogen? Wir haben gar keine... Hey, haben wir vielleicht so noch Flintstone? Federn haben wir auf jeden Fall nicht mehr.
Doch, hier, aber... Nein, 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 kein Flint. Schädchen, zu Schädchen. Dann können wir den Bogen auch eigentlich weglassen, aber ich zünde gerne rum. So. Wo vertraut sich... Hey, Creepy! Creepy Creeper! Dank die Feuertexturen können die sich jetzt auch nicht darum streiten, wer am plastischsten aussieht. Also ich, falls euch aufgefallen ist, ich lasse so ein paar Zitate los aus meinem Minecraft Let's Play. Wer sie erkennt, gibt doch bitte in den Kommentaren die Zeit an und dazu den Videotitel von dem Part oder die Partnummer. Das ist auch für die, die es erkennen, ist natürlich schwer, das jetzt herauszufinden, welcher Part das nochmal war, aber... Oder schreibt einfach die Situation dazu, falls es dazu eine gibt oder sowas. Ich weiß, dass sowieso wahrscheinlich kaum einer das hier sehen will, weil es entweder rauskatte oder ihr gar nicht... Hey! Oder ihr gar keinen Bock habt, weiterzuschauen als die ersten 30 Sekunden. Aber so für meine treuesten Fans, wenn sie denn vorhanden sein sollten... Ich meine, ihr habt noch nie wirklich jetzt in den Kommentaren agiert. Das war nie wirklich jetzt so euer Metier. Was ich ein bisschen schade finde. Ich geile mich doch immer so auf Kommentaren auf. Ey! Das war jetzt gemein. Das fand ich jetzt gar nicht nett. So, jetzt haben wir aber überhaupt keine Waffe oder so einen Scheiß. Das heißt, wir müssen uns jetzt unsere Items aufsammeln. Ach, da brennt schon alles. Ich hab doch ein Backup. Na, ich hab natürlich eins. Ich hab's ja hochgeladen. So, die Zombies brennen mittlerweile auch. Hier haben wir schönes Fleisch. Oh, aber nicht alle brennen. Aber nicht alle brennen. So, wow. Das war schön einfach. So gefällt mir das. Hey, wo ist denn mein Feuerchen hin? Ich muss noch ein bisschen mehr vom Wald anzünden. Hey. Hey, brenne. Misty, brenne. So. Ich wollte gerade anfangen zu singen, aber anscheinend singe ich so schlecht, dass sogar die Creeper mittlerweile was dagegen haben. Okay, dann halt ohne Gesinge heute. Kann ich auch, ist mir völlig recht. Ich würde sagen, dass wir jetzt hier mal die Fackeln rausnehmen. Hey, geh hoch. Und gucken, wie schnell hier wieder irgendwas spawnt. Vorzugsweise ja Spinnen. Die können ja eigentlich nicht in unserer Nähe spawnen, soweit ich weiß. Deswegen gehe ich jetzt mal ein Stückchen weiter. Und gehe ich mal wieder zu unserem Todespoint. Um mal so ein bisschen Deutsch mit Englisch zu vermischen. Was auch immer das gerade für ein Akzent sein sollte. Er macht mir irgendwie Angst. Klingt so ein bisschen wie ein... schlecht akzentuierter... Hafenarbeiter aus Hamburg, der gerne kleine Kinder aufreißt. Woher auch immer ich diese Vergleiche habe. Ich sollte echt weniger The Cat of Zone gucken. Und es wird auch schon wieder Tagilein. Habe ich denn mein Feuerzeugilein dabei, Lilein? Ja. Mein Kommentarstil ist auf jeden Fall Weltklasse. Auf jeden Fall kann niemand irgendetwas zu sagen oder gegen. Das ist völlig unmöglich. Ich will übrigens mal Musik haben. So. So egoistisch bin ich heute mal. So, lieber Baum. Es tut mir leid. Aber irgendwann muss jeder drauf gehen. Sogar ich. Ja, sogar ich, liebe Hater. Okay, dann beleidige ich eben keine Hater. Also die Creeper sind irgendwie der neue YouTube-Polizei. Sollten mal die ganzen Leute... Musik! Sollten mal die ganzen Leute, die irgendwas gegen Julians Blog haben oder gerade im speziellen 11. September, immer wenn die anfangen zu reden, ey, Julian ist voll kacke und dann explodiert hier so ein Creeper. Boah, das wäre super. Natürlich auch die anderen. Ey, Julian ist beste, Digga! Die sind auch nicht viel besser. Ach, das ist so schön. Ich habe so lange kein Minecraft mehr gespielt, also ganz, ganz kurz reingeguckt. Oder wegen meines Texture Packs, was ich am Laufen habe und hier leider nicht benutzen kann, weil es dann immer abstürzt aus irgendeinem Grund. Dass ich kurz gucke, ob sich die Blöcke auch in-game gut machen, so wie ich sie gemacht habe. Aber wirklich Minecraft gespielt habe ich jetzt
Monate nicht mehr. Okay, ich war jetzt neulich ein bisschen länger drin, um auf G's Server so ein bisschen rumzuspammen. Mache ich ganz gerne mal. Und das wird mir erlaubt. Ich werde zwar laut gekickt, aber... Geronimo! Mein Plan war ja auch, ein ganzes Jahr lang kein Minecraft zu spielen. Höchstens ganz kurz reinseppen, eben wegen Texture Pack. Und dann mit der Alpha anzufangen. Und das dann auch vielleicht als Let's Play irgendwie zu machen. Einfach, weil ich merke jetzt schon wieder, ach, ist das schön. Und habe jetzt fast, noch nicht ganz, es kotzt mich immer noch irgendwie an, aber habe fast Lust, jetzt irgendwie was zu bauen, neu anzufangen und alles. Auch gerade wegen der Musik, das ist einfach wunderschön, hier so lang zu laufen. Nach einem Jahr jetzt ungefähr, der Musik zu lauschen, die Bäume brennen zu sehen in der Ferne. Hier hatte ich doch mal so einen Kackstift hochgezimmert. Das Wort Kackstift hat sich seit Gronkhs ersten Minecraft-Parts auch sowas von etabliert. Ja, aber wo war ich gerade bei? Achso, ein Jahr Pause. Wenn man halt so ein bisschen Abstand hatte, länger nicht gespielt hat, dann ist der Reiz viel größer. Das ist so ähnlich, also das soll jetzt auch kein schlechter Vergleich sein, das meine ich tatsächlich so ernst. Ist so ähnlich wie in einer Beziehung so. Man ist frisch verliebt, man findet sich total toll, wir alles zusammen machen und sowas. Und so ähnlich ist es auch mit Minecraft oder generell mit Spielen. Bei manchen sucht dies jetzt vielleicht nicht so, ne? Wie Hacky mit JKA, aber solche Sachen wie, also bei mir ist es immer so, am Anfang gerade solche grandiosen Spiele wie Minecraft, an und für sich, über die neuen Versionen würde ich jetzt hier nicht streiten, ist das einfach so, am Anfang ist das super und mit dem Anfang meine ich ein ganzes Jahr lang und dann liebe ich es und ich habe ja, ohne jetzt irgendwie übertreiben zu wollen, es stimmt ja, mein ganzes Leben hat sich durch Minecraft verändert. Ich wäre nicht Let's Player geworden, oder zumindest nicht so schnell. Und mit einem ganz anderen Spiel halt. Also hätte es Minecraft nicht gegeben, hätte ich Hacky nicht kennengelernt, damit einen guten Freund nicht gehabt. Ich hätte sogar einige Dinge mit ihm nicht erlebt, auch nicht im Real Life, wo ich darüber hier auch gar nicht sprechen wollte. Die mich auch aus einer anbahnenden Depression fast sozusagen, also das war es jetzt nicht, aber um einfach abzukürzen. Das macht sich auch gut zu sagen, man will abkürzen und dann erklärt man alles. Rausgeholt und ich hätte G's nie kennengelernt und alles, also ganz, ganz viel ist wirklich sehr anders dadurch. Durch Let's Playen habe ich mein Selbstvertrauen auch enorm gesteigert. Naja. Huch. Wo kommen denn diese... Ey, ich bin gefangen. Wo kommen denn die Items her? Ach, hier... Was hatte ich hier gemacht? Ach, über die Hater habe ich geredet. Huch, was war das denn? Egal, soll mir recht sein. Ja, auf jeden Fall war jetzt halt mein Plan, ich mache ein Jahr Pause. Und dann, wenn ich wieder bereit bin, also eigentlich hatte ich vor, ein Jahr lang wirklich gar nichts zu machen. Ich versuche auch immer noch daran zu arbeiten, aber jedes Mal, wenn ich wieder sowas mache wie jetzt, einfach random rein switchen, auch wenn mir da langweilig ist zum Beispiel, dass ich meine Let's Show weit im Kreis renne und einmal mit dem Boot überall hinfahre, so, das verzögert natürlich wieder alles und zieht alles heraus. So, ich versuche es wirklich durchzusetzen und dann, wenn ich wieder bereit bin, fange ich quasi ganz von vorn an, auch gefühlsmäßig. Was einer der geilen Aspekte an der Alpha und frühen Beta war natürlich auch die tolle Community zu der Zeit. Die werde ich so nie wieder kriegen, zumindest nicht mit Minecraft, das ist klar. Aber so für mich wäre das dann ein wirklich kompletter Neuanfang. Und dann würde ich auch wieder ein Let's Play machen. Bis dahin, ich glaube nicht, dass Minecraft in einem Jahr tot ist. Tot sowieso nicht. Aber ich glaube immer noch, dass es sehr umworben ist, sag ich mal. Aber ich denke, bis dahin hat der Hype so ein bisschen abgeklungen, der tatsächlich bis heute anhält. Man, okay, da kann ich eigentlich gar nicht mitreden. Ich wollte gerade sagen, man kriegt immer weniger von Minecraft mit, aber das stimmt nicht. Nur weil ich mich weniger für Minecraft interessiere und weniger YouTube-Kanäle, die sich nur mit Minecraft beschäftigen, abonniert habe und so einen Scheiß, kriege ich halt weniger mit. Deswegen, ich kann gar nicht sagen, wie hoch Minecraft noch im Kurs steht. Da habe ich keine Ahnung von. Auf jeden Fall noch relativ hoch. Naja, aber jetzt... sitze ich tatsächlich schon wieder eine Stunde vor meinem Bildschirm und rede für ein Video, was in kompletter Form so niemals existieren wird. Das ist ein verdammt schlechtes Gefühl, aber wenigstens ein Commentary-Training.
So, jetzt würde ich ganz gerne ein normaler schönes Schaf hier. Huch. Gibt's noch diesen Trick mit den... Ja. Okay. Da unten. Und zwar auch verdammt nah. Ich hoffe, ich ertrink jetzt nicht. Wow! Wow, 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 wow. Ich brauch Luft! Luft! So. Und was ist da unten jetzt? Hä? Hier ist doch gar nichts. Wo kamen die Zombies her? Die müssen ja irgendwie durch die Wand geglitscht sein. Auf jeden Fall sind da jetzt auch keine mehr. Merkwürdig. Hallo, Schaf. Hm. Naja, es ist die Beta 1.7.3. Da war viel verbuggt. Auf jeden Fall sollte es jetzt gewesen sein für diese Dreiviertelstunde. Und ich verabschiede mich. Nein, ich brauche einen epischen Abgang. Irgendeinen epischen Abgang. Der Baum brennt gar nicht. Existiert beim Feuerzeug noch? Ja, es existiert noch. Baumi! Du sollst sterben! Na los! Stirb, dann zünde ich dich ja direkt an. So, Kuh. Nein, 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 du bist mein Freund. Verdammt, warum habe ich bloß keine Pfeile dabei? Okay, das Video soll enden, wie es angefangen hat. Mit meinem Tod. Von daher, vielen Dank fürs Durchhalten dieser 15 Minuten. Und adieu. Und liebes Minecraft Let's Play, du kannst nun im Nirvana verschwinden. Du wirst immer in den Köpfen und Herzen der Menschen bleiben. Aber du in deiner materiellen Form wirst nun weichen müssen. Für die Zukunft. Was auch immer uns erwarten wird. Adieu.